So ein Stückchen Papier ist für viele Menschen sehr viel wert. Sei es, wenn man jetzt irgendwelche Aktien, Erbschaften oder sonstige Dokumente hat oder ein Abschluss von einer Universität, ein Zeugnis oder ähnliches, welches einem vermeintliche Fähigkeiten beglaubigen soll. Und in dem Video möchte ich einfach mal meine Sichtweise euch mitteilen, wie ich das sehe, wenn die Leute nur auf Zeugnisse, Dokumente und einfach nur auf ein Stück Papier. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich möchte wirklich heute über das Thema Zeugnisse, Abschlüsse und sonstige Dokumente reden, weil halt sehr viele Menschen darauf Wert legen, dass man ein Zeugnis hat, dass man einen Abschluss hat, dass man zum Beispiel 5 Jahre auf einer Uni oder auf einer Hochschule gewesen ist und einen Abschluss vorlegen kann. Und meine Erfahrungen sind ganz klar, dass das eigentlich keine gute Sichtweise ist, und mir ist es auch relativ egal. Also wie gesagt, ich habe mein Wirtschaftsinformatikstudium im 5. Semester abgebrochen, habe mich dann sofort dem Garten und der Permakultur gewidmet, und da habe ich überhaupt keinen Abschluss. Also ich habe einfach gemacht. Ich habe keine Ausbildung in dem landwirtschaftlichen Bereich, ich habe kein Seminar besucht, ich habe keinen Workshop besucht. Ich habe einfach angefangen, habe mir von einem regionalen Urproduzenten bei mir im Dorf und meinem Vater helfen lassen, wann ausgesät wird, was man dabei beachten muss, wie man umgräbt, wie man mulcht und alles. Diese ganzen Permakulturelemente habe ich mir auch im Internet angeschaut, zum Beispiel viele Videos von den Waldgeistern habe ich mir angeschaut, habe auch 3 Bücher gelesen, aber 70% ist einfach nur durchs Machen und durch die eigene Erfahrung gekommen. Und ich habe auch hier mit sehr vielen Leuten geredet oder hier auch Leute kennengelernt, die mir auch das Gegenteil bestätigt haben. Also zum Beispiel habe ich hier 1 Monat lang mit einem Kollegen aus Andalusien, aus Spanien, Sevilla, zusammengelebt, und der hat halt auch keine Abschlüsse oder ist halt Elektriker, hatte da jetzt keine Ausbildung oder kein Dokument, welches er vorlegen konnte von der Universität, von der Schule. Hat aber sich alles selbst beigebracht, war sehr motiviert und engagiert, hat auch sich selber Englisch beigebracht, nur indem er halt in andere Länder gereist sind und Bücher gelesen hat. Auch das ganze Informatikzeug und die Elektrikkunst, sage ich mal, hat er sich auch selber beigebracht. Und das Traurige finde ich halt dabei, dass er mir dann erzählt hat, dass in seiner Arbeitsstätte er und ein Arbeitskollege dieselbe Arbeit gemacht haben, er viel effizienter und engagierter gewesen ist und seine Arbeit sorgfältig gemacht hat und er trotzdem viel weniger verdient hat, weil sein Arbeitskollege studiert hat, einen Abschluss von der Uni hatte, und aus dem Grund hat er mehr verdient, obwohl er viel weniger geleistet hat. Und auch hier der Gärtner aus Nicaragua ist er jetzt, nicht aus Costa Rica, Nicaragua. Und der hat mit 6 Jahren, hat er bei seinem Großvater auf einer riesen Farm, hat er angefangen zu gärtnern, hat sich so die Erfahrungen gesammelt, und das macht er jetzt schon seit 40 Jahren. Und er hat keinen Abschluss von irgendeiner Universität, welches ihm beglaubigt, er hat Fähigkeiten für die Landwirtschaft oder Permakultur oder kann eine Farm leiten oder sowas, hat er alles überhaupt nicht. Und er hat so ein großes Wissen, kann das leider hier nicht direkt zeigen, weil das nicht seine Farm ist. Er ist hier nur angestellt und muss sich natürlich an die Farmleiter halten, und die haben eine andere Vorstellung. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er ganz anders, vieles ganz anders machen. Also zum Beispiel den ganzen Kaffee würde er hier nicht anbauen, aber zum Beispiel die ganzen Palmen oder den ganzen Grünschnitt und sowas, das kommt von ihm, weil er weiß, wie man damit umgehen kann, um die Lage zum Beispiel von der Monokultur mit dem Kaffee zu bewältigen. Und er hat halt wirklich ein riesengroßes Erfahrungswissen, ebenso wie mein Vater oder der regionale Urproduzent bei mir. Die haben alle keinen Abschluss gehabt, die haben alles mit Erfahrung gemacht. 10, 20 Jahre Erfahrung von Kindheit an haben die Erfahrungen gesammelt, und das ist bei mir jetzt genauso. Und dafür
finde ich, das sagen mir auch die Leute, Resonanz, ich habe ein großes Wissen über den Anbau von Gurken, Tomaten, vom Baumschnitt oder auch von Bäumepflanzen, allgemein von der Permakultur. Und ich habe keinen Abschluss von der Universität oder ähnliches gehabt. Und da zerbrechen sich auch viele Leute den Kopf, finde ich. Also manche sagen ja, man muss halt zuerst die Theorie beherrschen, tun 5 Jahre lang studieren und haben dann überhaupt keine Praxis. Und da kann ich nur Goethe zitieren, der hat auch gesagt, es nutzt nichts, etwas zu wissen, ohne es anzuwenden. Für mich persönlich liest man ein bisschen was in einem Buch und wendet es dann sofort an. Man liest nicht das komplette Buch und dann geht man erst raus und man macht es immer so parallel, stückweise. Aber für mich ist die Praxis einfach viel wichtiger. Und ich finde es auch traurig, dass in Deutschland wirklich das ja, in den Hintergrund geraten wird oder dass es nicht wertgeschätzt ist, wenn man sich das selbst beibringt und auch wirklich eine wunderbare Arbeit leistet oder wunderbare Schöpfungen kreiert, Werke. Und das wird einfach nicht wertgeschätzt. Da wird man eventuell weniger bezahlt oder wird man auch dumm ja, angeschaut von den anderen Menschen im Umfeld, wenn man sagt, man hat keine Ausbildung, Abschluss oder sowas, weil die Leute natürlich sowas erwarten. Und auch hier hat der Farmleiter aus Amerika, als ich sein Dach geputzt habe, das Dach war ziemlich steil. Und er weiß, dass ich mich sehr viel dehne, ich mache Kung Fu, ich mache Tai Chi. Er sieht, dass ich hier das auf der Farm mache. Und gestern hat er mir gesagt, dass ich der Beste für diese Arbeit bin, weil ich notgedrungen auch auf einem Bein stehen kann und mein Gleichgewicht halten kann auf, bei dieser schrägen Dachlage. Und das zeigt mir einfach wieder, so ein Stück Papier, da kann zwar draufstehen, was es will. Und das ist natürlich auch abhängig von der Person, die die Macht hat, Einfluss hat, zum Beispiel auch, in der Schule bei den Zeugnissen steht zum Beispiel drin, dass man die Fehltage, wenn man zum Beispiel 3-mal in der Schule gefehlt hat, dann wird das hervorgehoben, anstatt reinzuschreiben, der hat an 300 Tagen hat er die Schule besucht oder sowas. Sowas wird nicht reingeschrieben, immer nur das Negative. Und ja, wie gesagt, das ist auch wieder diese Zeugnisse. Wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir auch einen Bachelor kaufen, wenn ich will. Und dann kann ich auch so diesen Lug und Trug aufrechterhalten. Und wie gesagt, das bestätigt überhaupt keine Fähigkeiten. Und ja, die Geschichte hier, die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe mit den ganzen Farmleitern, bestätigen mir auch wieder, da fokussiere ich mich lieber auf meine Fähigkeiten, auf meine Erfahrungen, trainiere, übe jeden Tag und zeige einfach den Leuten, dass ich was drauf habe, anstatt ihnen zu zeigen, im Vornherein hier, mein Zeugnis soll bestätigen, dass ich diese oder jene Tätigkeit habe, ich möchte mehr Geld haben. Nö, das ist für mich die falsche Denkweise und das ist einfach so mein Eindruck. Wie ich finde, einfach rausgehen, einfach machen, Fähigkeiten sich aneignen, weil so ein Stück Papier kann ich mir auch selber machen, kann ich auch irgendwie fälschen oder irgendwie so, wird ja auch gemacht. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr so, ja, dass ihr einfach von meinen Eindrücken und meinen Erfahrungen, ja, so ein Verständnis mitnehmen konntet. Wie seht ihr das? Seid ihr auch so mehr, ich mache lieber was und schaue eher weniger auf Zeugnisse oder seid ihr auch eher ja, der Schreibtisch, ja, Mann oder Frau, die zuerst sich eine Ausbildung holt, 5 Jahre auf die Universität geht und dann in die Praxis geht? Würde mich sehr interessieren, wie ihr das so seht. Aber ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken, somit, dass ihr einfach kein Video verpasst. Und ich freue mich einfach, ja, wenn wir uns in den Kommentaren oder in der Kommentarfunktion ein bisschen austauschen können. Und ich wünsche euch einfach eine schöne und eine harmonische Zeit. Genießt einfach die Momente. Und wir sehen uns einfach hier im Peace-Projekt im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.